Ein Abstecher nach Medemblik am Eiselmeer. Jetzt sind wir in Buitenhafen, Medelik. Die Boote laufen gerade alle aus. Und wir trauern unserem Schiff hier nach. Wir haben die Idee und den Bau der Volt von Anfang an mitverfolgt. Deshalb nahmen wir die Möglichkeit wahr, uns mit Svetlana und Hendrik, den Eignern der Volt in den Niederlanden, zu treffen. Mit einer Länge von 12,85 Metern über alles und 4,10 Meter Breite ist die Viator Explorer 42 DS für uns schon eine ganz schöne Nummer. Eine Aluminiumjacht für alle Ozeane und jedes Wetter. Schnell, zuverlässig, sehr funktional und vor allem sicher soll sie sein. Das Layout des renommierten Konstrukteurs Breckemeyer Yachtdesign ist interessant und bietet sowohl im Cockpit als auch im Decksalon erstaunlich viel Platz. Interessant ist der hydraulische Hubkiel mit 2,5 Tonnen Bleibombe von 1,10 Meter bis 2,80 Meter, der auch eine Fahrt in Niedrigwasser zulässt. Doch der eigentliche Grund für unser Treffen mit der Volt ist der Hybridantrieb. Für 1 bis 2 Stunden kann man den lautlosen und vibrationsfreien E-Antrieb nutzen. Für lange Motorfahrten kann der 10 Kilowatt Generator zugeschaltet werden, der dann mit dem 500 Liter Dieseltank eine theoretische Reichweite von 1000 Seemeilen bietet. Ein kleiner Einblick unseres Besuches. Wahnsinn. Selbst mit meinen 1,68 kann ich noch gut drüber schauen. Und am Steuer stehend, wunderbar vorbei. Schönes Boot. Darf ich an Bord? Ja, selbstverständlich. Aber du hast zwei Elektro, zwei Wellen. Genau. Wow. Ja. Und dann ist das Schöne daran, dass wir die beiden Motoren auch über die Fernbedienung steuern können. Das heißt, du gibst Gas mit der Fernbedienung? Ich gebe Gas mit der Fernbedienung. Und dann hast du wahrscheinlich noch... So, jetzt ist er ein. Mit der Fernbedienung und mit den beiden Motoren können wir halt wie bei einem Katamaran auch ein bisschen auf der Stelle drehen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal hier Gas geben, jetzt geht's vorwärts. Natürlich sieht man nicht viel. Ja, aber die Bewegung spürst du schon. Genau. Mhm. Und das Schöne ist, mit den zwei Motoren können wir eben auch auf der Stelle drehen. Wenn wir jetzt den Joystick fährst du einen rückwärts und vorwärts, ne? Tatsächlich? Genau. Echt? Und dann, ja. Dann würden wir jetzt auf der Stelle drehen. Oh, okay, klasse, cool. Ja? Also wie beim Katamaran. Du hast also die Vorteile des Katamarans in dieses Boot gebaut. Genau. Und es ersetzt eben einen Mann am Steuerstand. Ja. Gerade wenn man anlegt, ja, dann, wenn man nur zu zweit unterwegs ist, dann kann eben einer die Leine bedienen, der zweite hat die Fernbedienung. Und kann dann auch die Motoren steuern, eindampfen in die Leine und was auch immer. Das geht dann eben alles über die Fernbedienung. Und das Schöne ist auch, mit den zwei Motoren haben wir zwei Radeffekte in jede Richtung. Mhm. Also wenn wir jetzt über Steuerbord anlegen wollen, dann nutzen wir eben den Backbordmotor. Der zieht uns dann rückwärts an die Pier und umgekehrt, wenn wir an Backbord anlegen wollen, nehmen wir den Steuerbordmotor. Und so können wir den Radeffekt frei wählen. Und der ist ziemlich stark, der ist also schon bemerkbar, wenn man rückwärts fährt, dann macht er also schöne Kurve, das ist sehr praktisch, der Radeffekt. Wenn wir natürlich mit beiden rückwärts fahren, dann hebt er sich auf, dann haben wir keinen Radeffekt. Hm. Also kann man wirklich schnurgerade, man muss nur die Ruder dann entsprechend feststellen. Eine trockene Ecke. Dann kann man schnurgerade rückwärts fahren, also wirklich wie auf Schienen. Hm. Was ja sonst bei Doppelrudern meist ein bisschen schwierig ist. Ne? Rückwärts ist dann immer so ein Lotteriespiel, wo man ankommt. Das ist gut, man gewöhnt sich. Ja, hört sich sehr gut ausgetüftelt an. Damit kannst du durchkentern, das Boot ist dicht. Das ist die, genau, dass man da wirklich keine, nicht in die Rettungsinsel muss oder so, sondern einfach Boot abdichten und abwarten, bis es wieder besser wird. Auch wenn man Mast verliert oder sonst irgendwas, kann ja alles passieren in solchen Revieren. Vielleicht noch losschneiden, damit du loslöst, aber ansonsten die Tür zu machen, alle Luken dicht und warten genau. Ein bisschen. Meinst du, die kennt er durch oder bleibt die andersrum liegen, wenn die mal richtig geht? Was hast du für einen Kiel drin? Alle fragen auf einmal.
gut zusammen, weil der Kiel ist 2,8 Meter tief. Ja. Und 2,5 Tonnen Blei an der Bleibombe. Die würde also schon sich auf jeden Fall wieder aufrichten. Okay. Vor allen Dingen, wenn sie dann den Mast los wäre. Aber du hast 2,8 Meter festen Tiefgang. Nee, Hubkiel, hydraulischen Hubkiel. Ja. Also im Augenblick haben wir 1,50 Meter. Und was ist das Niedrigste, was du fahren kannst? 1,10 Meter. Das ist gut. Okay. Da vorne? Ja. Ihr könnt mal beim Mast vorne gucken, vor dem Mast, da ist eine Klappe. Jetzt ist er oben, oder was? Da ist jetzt gerade Cozero drin und die dicken Fender. Aber du hast auch zwei Ruder, so wie ich sehe, und sie sind gekoppelt, aber beide einzeln bedienbar. Wenn dir eins ausfällt, hast du das zweite. Ja, genau. 1,40 Meter lang, da kann auch zur Not noch jemand schlafen, ist recht komfortabel. Das ist der Naviplatz, nehme ich an. Genau. Da ist vorne eine Knautschzone drin, ne? Das ist dein eigenes Compartment vorne. Vorne ist noch die Anker. Schott. Ja, Schott. Das ist ein Schott. Genau, das ist ein wasserdichter Schott. Ja. Und da ist die Ankerkette und. Ganz simpel, das Nötigste, Anja. Ja, machen wir gleich. Weil einmal, wenn ich hier stehe. Nein, du kannst ja jetzt filmen. Ich habe alles gesehen. Ich bin begeistert. So. Und das sind die Sekojen. Ja. Die Sekojen, also ist ja für zwei Personen optimiert, ne? Und die Sekojen würde man halt jetzt wirklich für Hochseepassagen oder so verwenden, weil da liegt man mit dem Kopf ziemlich genau im Schwerpunkt. Das heißt, hat man die kleinste Bewegung. Also wer leicht seekrank wird, der sollte unten schlafen. Dann ist er wirklich, hat er den besten Platz. Oder wenn jetzt jemand seekrank geworden ist, ne, dann würde man den unten in die Koje packen. Und da kann er sich dann erholen. So, das sind die Sekojen. Ich als einzige Heizung die Feuchtigkeit rausnimmt. Ja, und sie den dann extern verbrennt, hast du auch nicht die Verbrennungsgase, die feuchten hier drin. Ja, genau. Du hast sie draußen, sie bläst die warme, trockene Luft. Wir haben genommen, wir haben den Feuchtigkeit. Ja, da wird ja nur die warme Luft zirkuliert. Halt auf beiden Seiten Schränke, da kann man sich nochmal hinsetzen zum Anziehen. Und der Wäsche trocknet. Ja, da wir haben im Bad. Das wird Anja gleich mal sehen. Da haben wir ja dann noch den schönen Handtuchtrockner. Ja, es ist mal so schwer, ne? In so kleinen Räumen. Aber braucht man Weitwinkel, ne? Weil schlimm sind immer so feuchte Klamotten. Also gerade wenn man mal so Herbst und Frühling segelt, ne? Und den Bettschränke habe ich nicht aufgemacht. Bettschränke, das ist, der wird noch geheizt, damit man ein bisschen mehr als eine Nasszelle. Mit einer anständigen Dusche. Da lasse ich jetzt mal hier nichts auseinanderreißen. Klasse. Ich wollte auch so ein größeres Bad haben. Ja, einfach bequem. Ja, sicher. Also, da bin ich auch so froh, dass wir auch so ein großes haben für das kleine Schiff. Das ist jetzt nicht so groß, aber man kann schon. Das ist genau das, was du brauchst. Ich glaube, das reicht. Also, hast du gesehen? Ja, ich sage, es ist genau die Größe, die man braucht. Schöne Dusche, ne? Ist wirklich. Also ich mag das nicht, wenn man sich über der Toilette duschen muss und alles nass wird und so weiter. Nee. Ist ja oft so. Also da wollten wir eine separate Duschkabine. Und das Bad ist größer als auf unserem 57 Fuß Beneteau. Mhm. Da hatten wir vier davon. Aber dafür hat man vier Bäder. Ja, wer braucht das? Ja, genau. Vier Bäder. Kein Mensch. Wirklich. Ein Bad haben wir benutzt, deswegen die anderen waren Abstellräume oder waren leer. Das war einfach zu viel. Und Trockenräume für Segelkleidung eins noch, würde ich mal sagen. Aber das kannst du dir selber bauen, wenn du im Schiff baust. Zwei haben ihr eigenes Bad. Ja. Und wenn man sowieso nur als Familie unterwegs ist, da braucht man jetzt nicht. Wie läuft jetzt der Herd? Induktion. Und hier mit der Silikonfolie, da kleben die Töpfe drauf fest, ne? Bei Seegang. Ah ja, das war's, genau, du hattest das gesagt. Ja. Und das ist wirklich praktisch, weil wenn die noch ein bisschen länger in Gebrauch wird, dann wird die noch klebriger. Okay. Und dann, weil da ist jetzt noch von der Produktion so ein bisschen Talkum. Ich habe zwar schon alles abgewaschen. Das heißt, er ist nicht gegimpelt, sondern doch verdrossen auf die Folie. Doch, der ist hier auch. Der ist hier auch. Alles klar, dann ist der ganz normal gegimbelt, in Anführungszeichen. So, aber du brauchst die Töpfe nicht einklemmen, sondern du hast die Folie. Das ist die Idee. Ja. Habe ich noch nie von gehört, aber viel Glück.
Ich hatte es gelesen, als er es geschrieben hat und die Diskussion dann losging. Ja, ja. Das wird nur zeigen, also Praxistest irgendwann. Genau. Praxistest. Eine Pfanne wird funktionieren, vielleicht so ein wir haben so eine italienische Kaffeegeschichte. Da hast du unten den Kaffee und dann bläst du den durch dieses Sieb und dann kommt der oben an. Dann hast du natürlich einen hohen Schwerpunkt. Natürlich kann doch mal Wasser rausspritzen. Ne? So, ja, das ist klar. Also irgendwann kommst du vielleicht in der Lage, die halt das Wasser auch nicht mehr. Was dieses Boot besonders macht, sind meiner Meinung nach die zwei Elektromotoren. Wenn du dieses Boot hier ohne ein Bild von den Elektromotoren verlässt, dann wirst du einige Leute sehr enttäuschen. Genau, dann mache ich mal auch. Ja, also der Belmarine Drive Master, das ist der 10 Kilowatt Motor, einer von zwei. Das ist jetzt hier gerade der Steuerbordmotor, den wir sehen. Und ganz normaler Wellenantrieb geht dann raus. Und rechts davon ist der Motorcontroller zu sehen. Das ist also die Elektronik, die das Ganze steuert. Die blauen Schläuche sind Kühlwasserschläuche. Ja, und die führen alle zu einem Kühlelement, was in den Rumpf eingeschweißt ist. Ja, das, also wir kühlen, wir haben keine Seewasserkühlung, sondern wir haben einen Wärmetauscher im Rumpf. Und das ist einfach ganz einfach geschweißt. Und da Aluminium extrem gut die Wärme leitet, brauchen wir da also keine Seewasserkühlung, sparen uns wieder ein Seeventil. Und damit werden die Motoren dann gekühlt, wenn die über 50 Grad sind. Dann springt die Kühlung an. Haben wir bisher aber nur einmal erlebt. Also, ja, soweit zu den Motoren. Schön, dass ihr Zeit für uns hattet. Ja, gerne. Hat mich auch sehr gefreut. Wünschen euch immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Ne? Dankeschön. Ja. Und vor allen Dingen viel Freude. Ne? Viel Spaß im Norden. Weil dafür ist sie gebaut. Ne? Genau, das ist der Plan. Dafür ist sie gebaut. Nächstes Jahr. Ohne Corona, hoffentlich. Ja, hoffen wir alle. Hoffentlich ändert das alles. Ja, ihr habt ja ein großes Schiff, da könnt ihr vor Anker gehen und Leute meiden. Genau. Ja, aber das ist dann die Alternative, hat uns auch überzeugt, euer Konzept gefällt uns gut. Dankeschön. Mehr erfahrt ihr über die Homepage www.viator.com.